Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mit einem Sterndeuter-Opening. Das heißt, wir werden nur reingehen in den Sterndeuter-Raum. Ihr seht es links schon eingeblendet. Wir haben dort einmal die Sterndeuter-Karten, die uns zeigen sollen, wie viele Sterndeuter-Karten wir insgesamt gezogen haben. Das heißt, 5000 Diamanten gleich 10 Sterndeuter-Karten. Und darüber haben wir dann nochmal die Lila-Karte eingeblendet. Ich wusste jetzt nicht, was ich dort nehmen soll. Das soll uns halt zeigen, wie viele Helden wir dann aus dem Sterndeuter-Raum gezogen haben. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr anstatt der Lila-Karte dort genommen hättet. Ich finde, ist aber eigentlich so die beste Wahl. Ihr seht, ich befinde mich jetzt gerade hier auf meinem Main-Account. Ich habe mir hier diesen Turmpaket gekauft für 45.000 Diamanten und 5.000 Diamanten hatte ich noch so mir etwas angespart. Dann gehen wir natürlich gleich auch noch rüber auf meinen zweiten Account, weil diese 50.000 Diamanten sind im Sterndeuter-Raum natürlich schnell verzogen. Dort habe ich mir auf meinem zweiten Account natürlich auch noch ein bisschen was angespart. Ich würde sagen, wir gehen rein hier in den ersten Pool. Let's go. Ich bin momentan dabei, Khazad zu beschwören. Ich glaube, 4-5 Ziehungen hatte ich bis jetzt nichts mehr beschworen. Okay, das ist jetzt hier einer der nächsten Ziehungen. Ich bin mir jetzt leider nicht mehr genau sicher, wie viele Ziehungen es waren, aber das hier müsste jetzt die 6. oder 7. Ziehung sein. Ich bin mir nicht ganz genau sicher und auf jeden Fall gut, dass wir jetzt hier Khazad endlich mal gezogen haben und auch gut, dass ich nur eine einzelne Kopie von ihm gezogen habe, da ich ihn halt jetzt hier auf mythisch machen kann auf meinem Account und das reicht auf jeden Fall erstmal. Ich kann euch ja jetzt hier in dem Moment nochmal so eine Sterndeuter-Prioritätsliste zeigen, wie ihr die Helden erstmal leveln solltet. Ja, ich habe jetzt Khazad endlich auf mythisch, kann ihm jetzt hier sein 30er-Item geben, was bei ihm auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist und der nächste Held auf der Liste, den ich jetzt erstmal hier auf mythisch machen möchte, ist Mihira. Ich weiß, man kann sie auch rein theoretisch auf Elite Plus spielen. Habe ich bis jetzt auch die ganze Zeit gemacht, hat super funktioniert. Aber ja, es hilft natürlich auf jeden Fall, wenn sie ein Item hat. Ich würde sagen, let's go. Ein Back-to-Back wäre natürlich eine geile Sache. Leider ist hier natürlich nichts drin. Wir sind hier natürlich im Sterndeuter-Raum. Eine Wildvollkarte war aber dabei, was auf jeden Fall schon mal gut ist. Im zweiten Pool leider auch nichts drin, aber auf jeden Fall schön, dass wir hier einiges an Staub rausbekommen haben. Das brauche ich oft auf jeden Fall auf meinem Main-Account momentan. Und ja, im dritten Pool war jetzt hier leider auch nichts drin. Ich hoffe, dass die Quote einfach gut sein wird. Im vierten haben wir leider auch nichts drin. Wir haben ja aber wieder eine lila, eine Wildvollkarte drin, was auch geil ist. Da könnte eventuell eine Mischka hinterstecken oder so. Let's go. Der nächste Pool ist leider auch nichts drin. Ich meine, das war jetzt der fünfte Pool gewesen. Also ihr seht, die Ausbeute bei mir im Sterndeuter-Raum ist echt wirklich nicht so gut. Die 30.000 Diamanten wären eventuell natürlich auch noch eine Option, die man ziehen könnte. Jetzt hier im sechsten Pool war das jetzt, glaube ich, gewesen. Haben jetzt endlich hier die Mihira gezogen und sogar noch ein mythisches Möbelteil für die Reißerhelden, was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Ein bisschen Staub ist auch noch dabei. Also ja, war ganz gut. Eventuell jetzt in den 10.000 Diamanten wäre auch nochmal gut, wenn wir sie hier bekommen. Im Back-to-Back war natürlich klar, dass wir sie nicht ziehen, aber jetzt eventuell nochmal. Okay, leider nicht mehr. Ich würde sagen, ich switch kurz rüber auf meinen zweiten Account. So Leute, ich bin jetzt rüber geswitcht hier auf meinen zweiten Account. Hier haben wir auch knapp 50.000 Diamanten. Hier sind es leider nur 49.000 Diamanten, aber ohne Turmpaket. Das Ganze ist hier angespart. Ich würde sagen, wir gehen als kleines Extra aber hier nochmal rein, kurz vorher in die Lila-Steine. 24 Lila-Helden, die wir hier raus beschwören können. Ich hoffe, dort ist ein himmlischer oder Unterwettler bei. Ich hoffe, ist sehr und okay, krass, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Trezna ist auf jeden Fall dabei, sehr, sehr guter Held, freue ich mich auf jeden Fall mega. Ein himmlischer oder Unterwettler-Held würde mich aber mehr freuen. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Okay, sehr, sehr gut. Es ist zwar leider nur eine Flora, die wir gezogen haben, in Anführungsstrichen. Ne? Sie ist natürlich jetzt nicht so krass wie eine Talene zum Beispiel. Sie ist ja auch in Events und so weiter, ist sie auch immer ein bisschen billiger als die anderen himmlischen Helden. Aber wir haben immerhin einen himmlischen Helden gezogen, was auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ausbeute ist. Ansonsten, Trezna war noch dabei, Lyca, Raku auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Piper, Silas, Grisul, Saurus sind auch noch dabei, Tali. Also ey, echt nicht schlecht gezogen hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt hier weiter in den Sterndeuter-Raum. Ihr seht, 59 Karten sind angespart. Leider habe ich nicht eine weitere Karte zusammenbekommen. Dann wären es hier 60 gewesen. Auf diesem Account hier werden wir auf unsere Lucrezia gehen. Legendär plus eine Kopie habe ich. Ich will sie natürlich hier auf aufgestiegen bekommen. Das ist natürlich mein Ziel. Ob ich das heute schaffe, ja, ist glaube ich ein bisschen unwahrscheinlich. Ich würde sagen, let's go. Erster Pull. Ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, wie oder wann ich sie hier zuletzt gezogen habe. Deswegen ist jetzt links die Einblendung natürlich ein bisschen verfälscht, da ich jetzt auf meinem zweiten Account bin. Ich würde sagen, aber let's go. Eventuell jetzt hier im zweiten Pool ist aber leider auch nichts drin. Wäre natürlich gut gewesen, wenn ich mir gemerkt hätte, wann ich sie hier das letzte Mal gezogen hätte. Aber okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt habe ich sie zumindest schon mal auf mythisch. Es fehlen mir jetzt noch 6 weitere Kopien, um sie aufsteigen zu lassen. Ich denke mal, das ist natürlich relativ unwahrscheinlich. Jetzt eventuell im zweiten Pool. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ist natürlich aber leider nicht dabei. Und jetzt gehen wir hier rein mit den 5000 Diamanten, die 9 Sterndeuter-Karten. Können wir zum Schluss nochmal öffnen. Hier ist leider jetzt auch nichts bei. Ich glaube, das war jetzt im dritten Pool. Aber auch wieder eine lilane Wildvollkarte. Die lilanen Wildvollkarten sind heute echt sehr, sehr häufig dabei. Let's go. Nächster Pool. Das ist, glaube ich, jetzt der vierte. Ist leider auch nichts drin. Eventuellerweise jetzt hier im fünften. Muss langsam mal was kommen. Eine Grabesprosskarte ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Freue ich mich natürlich auch drüber.
Okay, jetzt hier im nächsten Pool ist sie auch dabei. Die Quote aber leider nicht so gut. Egal, wir haben noch 29.000 Diamanten. Ich hoffe wenigstens auf noch eine weitere Kopie. Im ersten Pool war jetzt leider nichts dabei. Gönn uns jetzt bitte hier im zweiten. Okay, es ist wieder eine Wildvollkopie dabei. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also immer gut für eine Mischka, Saurus, Iron oder sonstiges. Jetzt hier ist leider auch nichts mehr dabei. 14.000 Diamanten sind es noch. Leider hier auch nichts. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier nur noch den letzten Pool. Leider, da ich nicht an mehr Diamanten rankomme. Gönn uns bitte jetzt hier im letzten Pool nochmal eine Lucreza. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier nochmal die ganzen einzelnen Sterndeuterkarten auf. Falls ich jetzt hier aber nichts mehr rausziehen sollte. Okay, nochmal eine Lichtträgerkarte war auch sehr, sehr gut. Und, okay, das war auf jeden Fall schon mal nice. Noch eine weitere Lucreza-Kopie. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Okay, ich denke mal, dass wir jetzt aus den 6 Sterndeuterkarten nichts mehr ziehen sollten. Ich öffne sie trotzdem. Aber falls ich nichts rausziehen sollte, dann werde ich das Ganze einfach rausschneiden. So, und in den verbleibenden Karten war da natürlich leider nichts mehr drin gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Quote hier gerade ist mit den ganzen einzelnen Helden, die ich gezogen habe, da ich das Ganze natürlich dann im Schnittprogramm nochmal nachbearbeite. Schreibt mir eure Meinung zu dem Opening mal gerne in die Kommentare. Oder falls ich bei euch das Ganze mal in einem Video öffnen sollte mit den Sterndeuterkarten, dann ja, könnt ihr euch ja gerne bei mir melden, bei mir auf dem Discord oder irgendwie in AFK Arena selber drin. Ihr habt jetzt gerade ja meine Accounts gesehen. Dort könnt ihr mir schreiben, am besten auf meinem Main-Account. Ansonsten würde ich sagen, sollte es dann gewesen sein von dem Video. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos von mir, Leute. Macht's bis dorthin auf jeden Fall gut und ciao.